Peace, Friends, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen TikTok-Livestream. Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Slavic. Ja, heute wieder ein bisschen Torkeln mal morgen. Dies, das, Ananas. Hintergrund wieder Fortnite. Allerdings starte ich gleich auch noch den Stream auf YouTube. Denn auf YouTube streame ich gleich auch. Ich stelle hier nur noch ganz schnell was ein. Und tapp's mal schnell in eine Runde rein, damit ich die Lags nicht mehr habe, die ich jetzt gerade hier drin habe. So, ich gehe erstmal normal 0 bauen, natürlich. Normal 0 bauen, auf angelehnt. So. So, einmal ganz kurz eine Runde reingehen und dann starte ich den anderen Stream. So, guten Morgen an alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Dienstag. Vormittag? Ja, Vormittag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja. Aber ich starte mal eben ganz schnell eine Runde hier. Damit ich hier mal eben auf schnelle Welle die Lags wegkriege. Und dann starten wir durch auf YouTube. So, ich stelle hier mal alles so ein bisschen beiseite, nicht dass mir hier irgendwas im Weg steht. Gut. So. Starten wir durch, würde ich sagen. So. Wie gesagt, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne Fragen reinsenden. Ich beantworte alles heute. Letztes Mal war ja, wie gesagt, kleiner Teststream. Heute ist dann endlich auch mal so ein Frage-Antwort-Stream, wo ihr mir Fragen stellen könnt und ich beantworte die. 3 Jahre später, bis ich endlich mal in dieser Runde bin. Es dauert gerade echt unverschämt lange, ne? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Deswegen startet der YouTube-Stream gerade auch ein bisschen später. Achso, warte mal, das kann ich hier auch rausnehmen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Aber das mache ich mir mal an. Wenn ich das noch im Auge habe. Was, Game B? Achso, Game B ist Sound. Ne? Warte mal, das muss ich auch wieder umstellen. Nämlich den Fortnite-Sound gar nicht drin. Ne? Ah, jetzt habe ich ihn drin. So. So. Einmal ganz kurz eine Runde machen. Auf noch Frenzy wollte ich gerade schon sagen, Battlefields. Ich hoffe natürlich, dass ich heute mal endlich einen Win hole. Weil ich habe ja beim letzten Mal keinen geholt. Sad Life an der Stelle. Lass mich starten, hier ist keine Waffe. Ja, doch, okay, doch. Oh, ich kann nur Munition. So. Wie gesagt, stellt mir gerne Fragen, wenn ihr irgendwas habt, was ich euch beantworten soll, was ihr wissen wollt, von mir zum Beispiel. Dann schreibt es sehr gerne rein. Oha, ich bin gerade Backrooms, glaube ich, geflogen. Erstmal den abstauben. Schön, dass ich nichts treffe. Ach hey. Ach hier, ach hier, Achilles, chill. Chill, dein Leben auch. Danke, Bro. So. Stressig, Alter, stressig, Digga, ganz dezent stressig. Ganz dezent stressig. Ich hasse diese Trommelschrotflinte, ne? Warum ist die wieder drin, ne? Ich hasse diese Waffe. So.
Gigi haben wir auch am Start. Das ist sehr schön. Ja. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Ich kann ja mal. Eti, moin. Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Die Kiste oben? Nee, natürlich ist sie unten. Oh, Handkanone nehme ich. Freut mich, das freut mich. Freut mich zu hören oder freut mich zu lesen, dass es dir gut geht. Das ist immer schön, wenn es Leuten gut geht. Klar, ich sag jetzt mal, als Streamer oder als YouTuber ist es natürlich auch so ein bisschen, naja, nicht so die Aufgabe, aber man nimmt sich halt schon so das Ziel, Leuten, die einen, ich sag jetzt mal, Scheißtag haben oder einfach nur einen schlechten Tag haben, halt aufzumuntern und halt denen so ein bisschen Laune zu geben. Bin nur ein bisschen krank. Oh, dann alles Gute auf jeden Fall. Gute Besserung an der Stelle. Krank sein ist immer doof. Ja, und ich treffe hier nix. Mann. 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 Hier doch, 53er. Ach, Digga. Scheiß drauf, ich renne da jetzt einfach rein. Ja. Aber krank sein ist echt nicht schön, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann zum Beispiel irgendwo hin will, irgendwie. Dann ist das halt richtig ekelhaft. So, der Typ ist auch was ruhig jetzt für die nächsten paar Wochen. Aber wie gesagt, gute Besserung an der Stelle. Gut, hier ist nichts. Ey, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ey, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Hier sind schon wieder zu viele Leute. Also jetzt nicht im Stream, sondern in der Runde gerade, wo ich drin bin. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich sehe jetzt schon, dass ich gleich schon wieder aus der Runde raus bin. Ja, klar, jetzt habe ich auch noch geschossen. Ja, jetzt kommt auch noch einer mit Flugzeug, Digga. BT. Gut, ja, ich gehe erstmal die anderen holen. Ja, natürlich ist hier einer. Ja, oh mein Gott, Digga, was ist das für ein Bot? Hilfe! Was ist er für ein Bot? Hilfe! Oh, die Tag immer. So. Was spielst du? Fortnite. Fortnite 0 bauen, Solo. Aber nicht nur, ich werde gleich auch noch ein bisschen Rank zocken, maybe. Aber ich spiele mal eben die Runde, dass ich jetzt gleich keine Lags habe. Im Spiel. Ist ja irgendwie immer so in dem Game, man muss immer mal eine Runde spielen am Anfang und dann sind die Lags weg. Ja, alles klar. Oder ich werde einfach komplett auseinandergenommen. Geil. So, ich hoffe, er kann hier gleich auch starten. Nicht wundern, wenn ich gleich mit einem anderen Chat rede. Ich stream nämlich gleich auch noch auf YouTube. Eigentlich auch schon vor 10 Minuten, aber ich habe das leider ein bisschen verschätzt mit dem Essen. Weil ich nämlich gerade noch gefrühstückt habe. Weil ich nämlich erst um 10 Uhr aufgestanden bin. Stark an der Stelle. Sollen wir zusammen zocken? Können wir machen. Ey, wenn du nichts dagegen hast, dass du im YouTube-Stream zu hören bist, können wir das gerne machen. So, schauen wir mal. Hat er da Probleme? Nein, hat er nicht. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Livestream. Ich hoffe, euch geht's gut im Chat. Ja, herzlich willkommen an der Stelle zu einem neuen YouTube-Livestream. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Dienstag Vormittag. Ich hoffe, ihr habt einen weiteren entspannten Dienstag. Freut mich, dass ihr am Start seid auf YouTube und auf TikTok. Nee, ich habe kein Problem damit. Okay. Willst du mich adden? Soll ich dich adden? Dann musst du mir deinen Namen mal reinschreiben. Dann kann ich dich gerne adden. Oh, was spielst du? Safe auf Plazy? Spielst du auf Plazy oder auf PC?
PS5, ja, okay, PlayStation, okay. Schauen wir mal, ob es den Namen hier gibt. Also tatsächlich finde ich dich nicht. Nee, ich finde dich hier tatsächlich nicht. Warte mal, sonst ich gebe dir mal meinen Namen. Ich hoffe, ich kann ich hier meine Kamera drehen? Geht das? Ey. Ah ja, hier Kamera wechseln. So. Ich gebe dir einfach mal meinen Namen da. Kannst mich sehr gerne adden. Ich bin am Shaken wie nix hier, ne? Mit meiner Hand gerade. Ich muss gerade beide Hände am Handy haben. Gerne adden. Ich spiele halt auf PC, muss man bedenken. So, ich sehe ja, wenn die Anfrage kommt, wobei ich mache mir das mal, ich mache mir das Fenster mal auf. Sehe ich das sogar noch ein bisschen schneller. Ich habe ja auch irgendwie vorherige Mitspieler drin, mit denen ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. So. Warten wir mal ganz kurz. Chat auf YouTube, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ey, an den YouTube-Chat, sorry, dass der Stream jetzt gerade so spät startet. Aber, bist du... Ah ja, okay, das bist du, okay. Da kann ich hier wieder meine Kamera drehen und mein Handy wieder einstellen. So. Genau, Chat an YouTube jetzt. I'm sorry, dass der Stream jetzt so spät gestartet ist. Ich habe erst die Runde spielen müssen, dass die Lags im Stream für euch weg sind. Weil ich kann euch nämlich nicht sagen, ob es jetzt laggt oder nicht. Bei OBS habe ich keine Probleme, bei YouTube weiß ich es nicht. Da habe ich die Vorschau pausiert. Deswegen, ne, müsst ihr bedenken, also wenn es laggt, einmal bitte reinschreiben im Chat bei YouTube. Und dann, ne, so, ich mach mal Ding hier an. Auf schnelle Gazellenwelle. Ich mach mal alle und dann gehen wir mal hier in den... Ey, das geht schon wieder nicht. Ah doch, jetzt. So. Es geht. Was geht? So, hier mal ein bisschen down stellen. Mikrofon ist noch zu laut. So. Hätten wir das auch. Was wollen wir spielen? Null bauen. Wir können auch gerne Baumodus. Ich baue zwar nicht, weil ich habe die Tasten nicht richtig belegt, aber können wir machen. Auf Gazelle schnellen Welle hier. Wobei, ich glaube, ich habe die sogar drin, weil ich habe die Settings von meinem Kumpel übernommen. Ich glaube, ich müsste die noch eingestellt haben. Ich schau mal schnell. Ah ne, Boden und Treppe habe ich nicht. Warte mal, das mache ich mal eben auf schnelle Welle. Das auf R einfach. Mache ich. Ich das einfach hier oben hin. Treppe mache ich einfach auf T. Jetzt habe ich das hier nicht drin. Erstmal hier. Ja, perfekt. So. Gut, dann können wir reinstarten. Seit wann spielst du schon? Seit welcher Season? Also ich spiele selber noch nicht so lange. Ich spiele, glaube ich, seit Chapter 3 oder Chapter 2 irgendwann. Da ich meinen PC auch noch gar nicht so lange habe. Irgendwas Geiles im Shop? Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, wobei doch, Beast Pilot. Naja, aber ich hole mir lieber den nächsten Battle Pass. So, schauen wir mal. Warum nervt er mich jetzt hier von wegen? Ja, egal, scheiße. Funktioniert aber eben. So. Ah, das sehe ich jetzt erst. Danke für den Follow an der Stelle. Das sehe ich jetzt erst, weil ich gerade mehr auf YouTube geachtet habe. Oh, ich merke jetzt schon,
Ich werde nichts reißen in der Runde. Bist du gut oder bist du eher so, naja? Gut, dann passt das ja. Dann passt diese Konstellation ja sehr gut hier. Wo wollen wir landen? Dann lass Ehrenbruder Schifti. Erstmal fett Schifti. Schifti weglooten. Kriegen die anderen nichts. Wie hast du meinen Stream überhaupt gefunden? Wurde der angezeigt oder? Stark. Ich bin kein Fan von dieser Trommel-Shotgun, aber naja, wenn es nichts anderes gibt, sollen wir machen. Au. Mit dem. Wer macht hier Faxen? Wer macht hier Faxen? Ja, okay, woher kommt der? Woher kam er jetzt? Ja, okay, hallo, wie viele sind die hier? Was das? Ja, wobei, warte mal, ich bleib mal lieber bei der Trommel. Irgendwie ist sie doch ganz gut. So, an den. Ich spiele halt hauptsächlich Nullbauen tatsächlich. Auch alleine mit meinem Kollegen spiele ich eher Nullbauen. Obwohl er zwar eher der Bauer ist, aber ich bin halt einer, ich kann nicht bauen. Ich habe nie damit angefangen. Was habe ich jetzt nochmal nachladen? Hilfe! Ah, da habe ich nachladen. Ah. Neue Tasten mit Lego. Muss ich erstmal drauf klarkommen. Naja. Ist jetzt nichts Graziöses, aber man nimmt, was man kriegen kann. Tatsächlich nicht, nein. Ich versuche immer mal wieder so live zu gehen, sei es YouTube, sei es TikTok oder so, aber tatsächlich nicht täglich. Und da ich hauptsächlich eher auf YouTube bin, da ich da ein bisschen, naja, was heißt mehr Reichweite, ist eigentlich unterbesetzt, sage ich jetzt mal. Auf TikTok habe ich tatsächlich mehr Reichweite, was ja, Follower und sowas angeht, anstatt auf YouTube. Aber ich konzentriere mich mehr auf YouTube tatsächlich. Ja, kenne ich. Ich hatte einen Erstkanal. Das hat auch nicht so wirklich ge was gebracht. Aber dann habe ich mir überlegt, dann mache ich halt nochmal einen neuen. Und ja, bei dem hat es dann funktioniert. Und jetzt ziehe ich auch schon seit 5 Jahren durch. Also von daher. Ja, oha, was hat er denn bitte? Nice, der andere ist mit dieser komischen Kugel weg. Das ist sein Teammate anscheinend. Aber der ist eher abgehauen. Erstmal die kurze Biggie. Dankeschön. Nichts los auf YouTube. Sind die anderen noch am Schlafen? Was soll denn das?
Immer am Pennen und so, das ist 11 Uhr schon aufstehen. Ja gut, ist unter der Woche, ne? Muss man auch bedenken. Meistens sind Arbeiten oder am Schule. Ich habe ja das Glück mit meiner Schule, dass ich nur donnerstags und freitags hin muss. Da habe ich dann noch mal ein bisschen. Welche Klasse gehst du denn? Ah, also noch so gesehen frisch in die Oberschule rein. Glaub mir, die schlimmste Zeit kommt noch. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin nämlich schon raus aus der Schule. Also halt Oberschule, ne? Achilles, er ist weg. Oh, er hat einen Sniper. Das ist. Oh, woher kommt er jetzt bitte? Ach, Jugoslawien. Das ist natürlich jetzt hier ein unschönes Ding. Ja, hier sind Minis. Ja, tatsächlich ja. Ich habe jetzt überall tatsächlich denselben Namen übernommen. Das ist leichter zum, ich sage jetzt mal, leichter zum Orientieren. Auch für mich tatsächlich. Weil davor hieß ich auf Twitch anders, auf Instagram hieß ich anders, dann hieß ich auf TikTok eine lange Zeit noch anders. Ja, und dann dies und das, du machst ja das, gib mir mal alle Namen. Und an sich brauche ich nur noch einen Namen hinschreiben und vielleicht noch ein paar Buchstaben oder Zahlen dahinter und dann haben sie die Namen eigentlich auch. Also es ist leichter tatsächlich, auch für mich persönlich, wenn ich ja zum Beispiel sage, ja, ich stream dann und dann und hier auf dem und dem Account, dann ist das nochmal viel einfacher für mich. So. Aber wir sind eigentlich gut dran. Sieben Gemeinschaftskills plus vier, ich habe drei. An sich ganz gut für die erste Runde. Außer es kommen natürlich die größten Sweater überhaupt und flexen uns weg. Dann nicht. Dann fliegt einer, kommt jetzt runter. Aber wir haben eh noch die bessere Position. Wir sind noch im Highground. Hab ihn. Ich hab die Pizza. Ich hab Ei in Pizza. War da noch einer? So, ach da. Ich hab dich gesehen. Muss mal kurz was in den Einstellungen machen. Das geht ja gar nicht hier. Ich habe gerade irgendwie bisschen laggt es gerade bei mir. Ich mache mal hier so ein bisschen die Auflösung runter. So. Ich hoffe, jetzt bei YouTube laggt es nicht mehr. Wobei ich mache das anders. Ah, das könnte es natürlich jetzt auch gewesen sein. Aber ich mache das jetzt mal eben so. Zack. Ah. Ich stream jetzt nicht auf YouTube. Ist mir tatsächlich ein bisschen zu anstrengend, wenn ich mit auf mal auf zwei Chats achten muss. Dann lieber nur TikTok und ein anderes Mal YouTube. So. Ah, schon viel besser. Da sind die Lags weg. Endlich. Ja, perfekt. Wobei, warte mal, trink du den mal lieber. Also, er. Flex mit dem mal ganz hier durch. Oh, schnelle Welle. Was haben wir hier? Ja, Sturmgewehr, Trommel. Ja, nee. Ja, mein Kollege auch. Der will die ganze Zeit, wenn ich mit dem spiele, dass wir in diese Flugzeuge gehen und dann nur mit diesen Flugzeugen versuchen, die Runde zu holen. Grüße gehen raus an meinen Kollegen. Nein.
Naja, ich würde nicht sagen, dass es nichts bringt. Wir hätten die Runde tatsächlich fast gewonnen, wo wir das eine Mal gemacht haben. Wir hätten fast gewonnen. Wo sind wir denn? Können wir in die Richtung weiter? Oh ja, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Fan von dem Raketenwerfer. Also ich spiele den selber, aber ich treffe halt nichts. Weil ich habe halt einfach das Aim von einem Toaster. Deswegen bringt mir das halt überhaupt nichts, wenn ich versuche mit dem Raketenwerfer irgendwas zu treffen. Ja. Oh, ich habe irgendwas gedrückt. Ah, Windows-Taste gedrückt, stark. Sollte natürlich nicht passieren. Ja, und die dann einen komplett so wegsweaten, ohne dass man irgendeine Chance hat. Ich hasse sowas. Deswegen bin ich auch froh, dass es diesen Null. Oh, drüben sind welche. Drüben auf der anderen Seite sind welche. Bei dem Haus da. Abin. Der ist sogar komplett down, der hatte kein Teammate. 126 Meter, das ist schmiggedi schmaggedi schmuck. Ich würde mal rüber, wegen dem Loot, mal gucken, was der hatte. Oh, der hatte Munition, wichtig und richtig. Was ist das hier? Pistole? Ja, nee, brauche ich nicht. Pistole spiele ich nicht. So. Nee, da hinten ist doch keiner. Das sah gerade so aus, als hätte da einer gebaut, aber das war das Gebäude. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah, doch, einer ist geriftet. Ja, ich find die Hoverboards mit Jagdgewehr als Kombination ganz geil. Auch wenn ich dann noch weniger bei treffe, aber. Oh nein. Oh doch, hier sind welche, hier sind welche. Oh, der eine will snipen. Der eine sniped. Deines Knock. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Oh, blaue Pump, das ist natürlich noch ein bisschen besser. Das gefällt mir natürlich. Boah, bloß. Lilanes Schick. Ich habe auch noch einen 14er Grappler dabei, also von daher. Hier ist noch ein Sniper. Fühle ich den Punkt. Ich kann selber nicht snipen. Ich muss halt immer Glück haben, dass ich was treffe, wenn ich snipe. Okay, lazy sind auch ein paar Leute. Ja, kenne ich. Habe ich auch eine Zeit gemacht. Deswegen bin ich auch froh, dass es diesen Nullbauen-Modus gibt. Okay, bei T in Tilted sind welche. Naja, da ist sogar einer drinne, der kommt her. Oh, Bro, please. Please, 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 please. Natürlich will der auf mich. Es ist natürlich wieder logisch. Oh, aber den einen habe ich so schön gesniped. Oh mein Gott, das war ein schöner Snipe. Oh mein Gott, der war schön. Der war richtig schmiggedy-schmaggedy-schmockt.
Hast du noch ein Jiggy? Weil sonst trink den doch besser, weil du bist echt low. Dann nimm den mit. Ich habe auch noch. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, oben. Der Busch. Das ist jetzt natürlich gar nicht so. Ah, er hat den Busch verloren, weil er von irgend. Ah, er wird von noch irgendwo angegriffen. Da hinten ist der andere. Wow, 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 wow. Bro, du hast gerade, wenn er mit dem da hinten streitet. Also, zieh mich da jetzt nicht mit in den Streit rein. Okay, da kommt her, da kommt her. Da doch nicht, der geht looten. Der ist alleine, den könnten wir eigentlich sogar gut rushen. Ach, hinter uns jetzt auch noch. Oh nee. Einmal getroffen. Der eine will sich healen. Warte mal, ich gehe hier mal ganz kurz dezent pushen auf Gottlos. Ach, ich muss da wohl mit dir. Nice, ich habe den einen hier hinten auch. Stark, ich komme wieder zurück. Ey, es leben nicht mehr viele. Es leben nicht mehr viele. Hier ist ein lilanes Scar, nimm die mit. Alles gut, ich krieg keinen Schaden. Das ist gut, ne? Warte mal, ich nehme mal hier. Ich erstmal kurz hier. Ja, wahrscheinlich, weil er rennt. Ja. So, ich nehme den anderen mal mit. Vorsichtshalber. Ich habe eine lila eine Schallgedämpfte. Also der eine hatte auf jeden Fall eine Schallgedämpfte. Das ist natürlich sehr schön. Auch mal alles nachladen. Ich muss Ja, ich hasse das. Deswegen spiele ich nie mit den Dingern. Ich habe mal das Nachladen wieder auf R gepackt. Das wäre auch geil. Einfach nur laufen oder ein Only Hoverboard als Fahrzeug. Das würde ich auch noch fühlen, aber gibt's leider nicht. Oh, die Zone kommt jetzt in die Richtung. Wir müssen Richtung Tilted hoch. Ja, wobei, wir müssen gar nicht mal unbedingt tiltet. Wir können auch tatsächlich immer noch hier hinten hingehen. Wir müssen nicht mal unbedingt tiltet rein. Cracked. Nice. Oh, lila ne Spaß. Let's go. Oh, meine Lieblingspumpgun in diesem Spiel. Ja, die reagieren halt nie auf so wirklich auf TikTok-Chat. Ja, oder was ich auch nicht wirklich mag bei sowas, bei so, ich sag jetzt mal Doppelstreams, ist halt, wenn man auf zwei Dingern streamt, auf zwei Plattformen, aber die Person dann eher halt auf den Twitch- oder YouTube-Chat reagiert und nicht auf den TikTok-Chat achtet. Sowas nervt mich halt auch. Deswegen, wenn ich sowas mache, dann versuche ich mich tatsächlich auf beide Chats zu konzentrieren. Einfach aus dem Respekt. Das ist gar nicht mal so schwierig. Das ist gar nicht so schwierig eigentlich. Das ist eigentlich sogar das Leichteste, finde ich, jetzt so persönlich. So die letzten zwei. Es könnten aber auch zwei Solos sein. Das kann auch sein. Das glaube ich zwar nicht. Oben auf dem Berg sind die. Oben auf dem Berg als Busch. Das Problem ist, ich treffe den nicht. Doch, 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 das ist der.
Der bewegt sich, ja, doch, der bewegt sich zurück. Der weiß, dass wir snipen. Es könnte doch tatsächlich zwei Solos sein, weil es scheint nicht so, als wäre da noch ein zweiter mit ihm oben. Ich versuche mal irgendwie da hochzukommen. Das ging ja. Ja, das dachte ich auch immer. Das war auch immer so mein Gedankenstrang, aber das war dann. Ah, ich weiß, wo er ist. Ist hier hinten. Oh, wir müssen weg. Oh, das ist jetzt natürlich. Das ist jetzt gar nicht gut, würde ich mal so. Also, ich habe hier nicht mal Schaden bekommen. Na gut, dann. Zack. Achi, Achilles, chill dein Leben, du Buschkind. Er hat den Busch verloren. Er hat den Busch verloren. Ah, der andere ist auch hier, ne? Ja. Okay, es ist tatsächlich der letzte. Yes! Damn it! Holy shit! Oh mein Gott! GG's! Gerne, gerne. Alter Schwede! Warte mal, wie viele Kills hat? 10 Kills hatte ich! Was ist denn da gerade passiert? Damn it! Damn it, damn it, damn it! Das war eine geile Runde. Ja, ich deswegen guck, höre ich auch keine französischen Lieder, ich verstehe da nichts. Das kenne ich auch, ja. Rückkehr zur Lobby? Warum Rückkehr zur Lobby? Was ist jetzt passiert? Aus irgendeinem Grund Rückkehr zur Lobby. Ach so, bro. Ich dachte, wir starten aus der Runde in die nächste. Aber ist eh egal, weil dann kann ich mal eben meinen Skin ändern. Weil ich will mit einem anderen Skin spielen. Nicht mit dem Nussknacker. Ich hab keinen bekommen. Ich habe keinen bekommen. Kann auch sein, dass das auf PlayStation anders ist. Ich weiß nicht, wie die das da geregelt haben mit PSN. Ich weiß nicht, wie das da abläuft. Was gibt's denn überhaupt im Shop? Ist hier überhaupt ein Skin drin, den ich mir holen würde? Nö. Perfekt. Oh, kann ich auch hoffen. Oh. Oh, John Cena-Paket ist wieder drin. Ne? Oh, ja, aber nicht. Habe ich schon. Ja, ich spiele mit dem hier. Ja, ich denke mal halt so, es ist ein Game. Warum geht man mit irgendwelchen Leveln in irgendeinem Game an? Das verstehe ich auch nicht. Aber. Ah ja, das kenne ich, ja. Das kenne ich.
Aber das war eine sehr starke Runde. Weiß gar nicht, das wäre mein dritter müsste es dann. Ja, mein dritter müsste es dann. Ja, mein dritter. Zwar beide in Nullbaum geholt, aber naja. Also ich sage, let's go, rein in die nächste Runde. Auf eine schnelle Welle. Schauen wir uns mal. Okay, dann passt ja alles. So. Ja, Bonusbelohnung habe ich auch schon fertig. Ich brauche ja gar nichts mehr. Zwei aktuell. Jetzt eine. Jetzt wieder zwei. Ja, deswegen habe ich sowas auch, ich sag jetzt mal, in meinem Programm, womit ich ja Videos aufnehme oder auch streame, habe ich das sogar so gemacht, wenn ich mit meinem Kollegen auf Discord rede, dass der eine eigene Audiospur hat. Das ist eine komplett eigene Spur für nur seine Stimme eigentlich. Oder für nur Discord, sag ich mal. Weil mich das auch sonst komplett nerven würde. So. Lass mal Salty runter. Na, das ist gut. Salty ist eh unter uns. Salty ist eh hier unten. Passt das eigentlich? Ich bin mal echt gespannt, wie das Live-Event wird. Ich kann es mir leider nicht angucken, weil ich nicht zu Hause bin. Das ärgert mich ein bisschen. Aber. Ey, ja, ich bin so gesehen eigentlich bei meiner Mutter, aber ich sehe meinen Vater trotzdem jedes zweite Wochenende. Deswegen bin ich auch, wenn das Live-Event ist, bei meinem Vater. Aber ja. Das einzige Live-Event, wo ich weiß, dass ich da war, war das mit dem mit der Map-Wendung. Ich glaube, von Chapter 2 auf 3 war das, glaube ich. Das könnte sogar der sein, der mich geholt hat. Nein, never mind, nee, das war nicht der. Okay, er kam aus der. Ah, nee, das war der, der mich geholt hat. GG ist trotzdem. Machen wir. Gehen wir rein in die nächste Runde. Vielleicht kriegen wir jetzt wieder einen Win, wer weiß. Genau so wird es ablaufen. Stark. Das muss aber auch chillig sein. So nicht in, ich sag jetzt mal, naja, Großstadt kann ich es hier nicht nennen. Es ist halt gefühlt auch ein Dorf, weil hier auch gefühlt nie wirklich was los ist. Lüge, hier ist mehr los als was weiß ich wo. Aber ich glaube, Dorf wäre auch was, wo ich sagen würde, das würde ich auch machen.
Aber ich würde es halt einfach, glaube ich, aus dem Grund, Freunde, Familie und so, ich glaube, aus dem Grund würde ich es nicht machen. Nicht wirklich. Das Gute ist, die wohnen alle gut in meiner Nähe. Die wohnen alle ungefähr 10 Minuten von mir weg. Weiß gar nicht, mit dem Fahrrad fahre ich, glaube ich, zum einen Kumpel, glaube ich, knapp 20 Minuten, zu dem anderen nicht mal 15. Also lass mal wieder Shifty runtergehen, weil da haben wir ja die erste Runde gestartet und da haben wir gut gewonnen. Deswegen, ich glaube, Shifty ist, glaube ich, nochmal ganz gut, wenn wir da hingehen. Ja, kann ich krank sein, ist echt nicht schön. Klar, man denkt sich, okay, krank sein, chillig, man muss nicht in die Schule und so, aber manchmal denke ich mir dann doch, an manchen Kranken, an manchen Tagen, wo ich krank war, wäre ich halt doch echt lieber zur Schule gegangen. Ich auch nicht, ich bin auch kein Fan von. War ich noch nie, werde ich nie sein. Ja, bei uns an der Oberschule war halt eher so das Ding, wir durften, also wir hatten halt einen Lidl relativ nah bei uns. Der war praktisch gesehen hinter der Schule. Und da war das Problem, da durften wir nie hin, weil wir nie die Erlaubnis der Eltern, weil wir hatten halt entweder eine Erlaubnis der Eltern gebraucht oder halt wir mussten in einer bestimmten Klassenstufe sein, um eben die Erlaubnis zu kriegen, da in der Pause hin zu können. Wir sind halt einfach trotzdem hingegangen, weil uns war das eigentlich egal. Und da sich da eh niemand dran hält, an so eine, ich sag jetzt mal, Erlaubnis oder an, ich sag jetzt mal, ja, an so eine Eltern- oder Lehrersache, so, da hält sich ja kaum noch einer dran jetzt so wirklich. Alleine jetzt, wenn ich überlege, wie die neue Jugend ist, denke ich mir halt auch schon so, weiß ich nicht, was haben wir bitte falsch gemacht? Also. Soll auch gar nicht abwertend klingen oder so, aber wenn ich so überlege, dass es so, weiß ich nicht, dass es einfach Zwölfjährige gibt, die was weiß ich was machen und rauchen und was weiß ich. Nee, muss nicht sein. Also, nee. Bin ich, nee. Habe ich kein Verständnis für. Definitiv nicht. Ach, stark, ja. Willkommen in meiner Stadt. Hier auch so ein bisschen, also das heißt Ding, aber ja, es gibt halt schon Leute hier in meiner Stadt, die auch nicht so wirklich alle Tassen im Schrank haben, ne? Gibt's überall, ist nicht nur hier, ist nicht nur irgendwo, ist eigentlich überall so. Ja, kenne ich. Macht man hier an sich eigentlich auch. Aber hier ist eigentlich noch relativ, ich sag jetzt mal, entspannt, human, wenn man es so nennen kann. Also hier ist eigentlich noch relativ in Ordnung. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber.
Naja. Es war bei uns war das tatsächlich so, wir hatten, ja, ich sag jetzt mal nicht so ein Soda, also so Limonadengetränkverbot, sondern eher so ein Energy-Verbot. Weil die Lehrer wollten halt nicht, dass wir den während der Schulzeit trinken und so. Aber es hat halt keinen Glück, wir haben es trotzdem gemacht. Ja, haben wir auch ein paar Kandidaten mit. War ganz lustig dann mit denen den Tag. Really? Aber ich sag mal so, fünfte Klasse war eh relativ entspannt. So, es steigert sich halt immer, ne? So, irgendwann kommt halt auch dann das Thema, ja, Abschluss und was will ich danach machen? Was will ich machen, wenn ich aus der Schule raus bin? Was will man machen, wenn man die 10 Jahre Knast endlich hinter sich hat? Ja, das ist halt auch immer so ein Ding. Ja, kann ich auch ein Lied von erzählen an meiner Schule. Da kann ich auch ein Lied von erzählen, singen. Ei. Oha, die kommen wegen Feuerwehr, kommen wegen Pfefferspray. Oha. Normalerweise reicht da schon Polizei, aber pff, okay. Na gut, dann, ja gut, dann. Gut, viele Lehrer würden das halt auch so ein bisschen für einen Prank halten. Warum auch immer man in der Schule. Warum auch immer man Pfefferspray dabei hat und ich weiß zwar nicht, was seine Mission hier gerade ist, aber er ist. Oh, die blaue Tag, die ist natürlich sehr schön, die nimmt man mal direkt mit. Hier sind sie komplett Noobs. Hat der eine bessere? Ah ja. Und am Ende hat man sie selbst weggesweatet. Also, ja, es kommt, es ist halt immer so. Also, es ist. Ja, vor allen Dingen, viele denken halt auch so, okay, der hat kein Skin, der kann gar nichts. Naja, er baut halbes Hotel mit 6-mal WLAN-Empfang und was weiß ich nicht alles. Und ist, weiß ich nicht, und verkauft das dann auf eBay Kleinanzeigen. Ich möchte nichts sagen, aber ich glaube, ich habe in das Game selber schon, weiß ich nicht, gut 200 € drin. Also, ich glaube, ich selber schon 200 € drin. Oh, wait a minute, ich komme gleich wieder. Muss mal eben ganz schnell zur Tür.
Ja, so ist das halt. So ist das halt, wenn DHL kommt. Ah, so, jetzt bin ich wieder am Start. So, wurden wir angegriffen? Nein, das ist gut. So, aber irgendwo Schüsse gesehen. Ich nehme mal das Medkit mit. Sagt mir jetzt gerade nichts. Ah! Ach so, das, ja. Ja. Ja, viele sagen, es ist halt einfach nichts, aber im Endeffekt ist es halt einfach tausendmal besser als das, was ich irgendwie 500 Euro. Ja, es ist halt auch echt. Deswegen würde ich da sogar eher bestellen. Stabil. Wo sind denn die Gegner? Was soll das? Warum ist denn hier keiner? Was soll denn das? Ich habe eine Heavy Sniper, die will benutzt werden. Ah, diese Schnellschuss, diese halbautomatische. Oh ja, oder. Es gibt auch eine Sniper, die finde ich auch echt geil. Das ist diese halbautomatische Scharfschützengewehr. Das Ding ist geil, aber das wurde rausgenommen. Da ist ein Lama auf dem Baum. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Einfach ein Lama auf dem Baum. Nicht daneben, nicht darunter. Nein, daneben. Da drauf. Ja gut. Danke an der Stelle, Epic Games. Immer. Blaue Tactical ist halt auch schon. Hä? Bei mir ist es unsichtbar. Achso, weil es da unten steht. Achso, weil die Lackierung noch da oben ist. Deswegen sah das so komisch aus. Den Rest benutze ich selber nicht. Die Sniper-Munition, die nehme ich sehr gerne. Ich die noch richtig. Ja, oder auch Impulsgranaten, weil mit denen kommt man auch relativ gut weg eigentlich. Aber hier ist auch keiner. Hä? Wo sind denn die alle? Es sind noch 11 Leute. Wo sind denn die? Oh, dieser Impulsgranatenwerfer. Der ist auch geil. Ja. Oder, achso, du meinst diese Steinschuss-Sniper, ne? Ja, bin ich kein Fan von. Ich sterbe immer bei dem Ding an falscher Hand. Ja, das mache ich immer mit Grappler. Mit Grappler zu dem rüber auf Pump und dann direkt weg. Dann, wenn der nächste kommt, genau dasselbe Spiel. Ich glaube, die chillen alle bei Salty. Was machen die alle bei Salty? Hilfe! Ja. Ja. Im Endeffekt ist es mir. Letztendlich egal, ich mache es einfach nur, weil ich sag mal so: Es gibt halt einfach Skins, die ich haben will, und diese ganzen Skins, so Chapter 1, so das sind halt die, die ich jetzt im Moment gerade so haben möchte, weil ich halt nicht aus dieser Zeit komme. Ich komme halt nicht aus dieser OG-Zeit.
Ich bin halt später dazu gekommen, so Chapter 2, Season 4. Das machen ja viele auch nicht. Viele reagieren gar nicht so wirklich darauf, weil sie das alle schon gewohnt sind und so. Für mich ist dieses ganze TikTok-Streamen und so, das ist ja neu für mich. Das ist ja erst der zweite, den ich jetzt gerade mache. Ich habe ja schon davor einmal gestreamt. Ja, perfekt, falsche Maustaste. Der Snipeschuss, das war ich gerade. Ich habe die falsche Maustaste gedrückt. War nur die falsche Taste. Ah, es geht, wenn man dauerhaft auf PC spielt. Also ich habe auch auf PlayZ angefangen tatsächlich, bei einem Kollegen auf dem Account. Ja, da muss man sich halt auch überlegen, welche Taste will man auf was soll, welche Teste machen. Ja, deswegen, ich versuche mir auch tatsächlich so ein bisschen die Tasten, die ich brauche, so nah ran wie möglich an WASD zu packen. Oder oben ist einer, der fliegt da. Na, ah, schade. Ja, der braucht noch eine Minute, bis der mindestens hier ist. Aber wir haben noch gemütlich Zeit. Und außerdem, die Zone ist eh nicht weit weg. Bei Jetpacks bin ich nicht so der Fan, weil beim Zielen hast du halt das Pech. Oh, hier wird einer gerevived. Ein Salty drinne. Er hat es geschafft. Boah, der andere ist auch hier, der andere ist auch hier. Der andere ist in dem Haus hier drinne. Uiuiui. Ah, GG's. GG. Können wir machen, ja. Der Typ ist Level 134. Was hat der gemacht? Der hat sich Safe Level gekauft. Wir hatten Spanisch und Französisch. Wir hatten tatsächlich Spanisch und Französisch, so als, ich sage jetzt mal, extra Sprachkurse, die wir wählen konnten. Ja gut, wir hatten extra Kurse noch dafür, extra Sprachkurse dafür. Halt so Wahlpflichtkurse in Englisch, in Spanisch, Französisch, ITG gab es auch noch. Das ist immer eine gute Idee tatsächlich, wenn man tatsächlich nicht so auf diese, ich sag jetzt mal, auf diese Art da enden möchte, dass man da auch irgendwann landet. Aber ja, muss man für sich selbst entscheiden.
Ja, lass nach Retail runter. Ich bin tatsächlich, ich lande halt selber nie in Retail. Ich lande halt, wenn dann wirklich Salty oder Shifty, weil das halt so die Orte sind, wo ich dann am meisten was raushol im Ende. Ah, hier sind doch direkt schon welche. Das ist nicht viel. Und ich habe eine Trommel. Trommelschrotflinte. Kommst du her, mein Freund? Rennst du weg von mir? Hä? Rennst du weg? Ah, das ist auch natürlich. Das ist natürlich auch an sich bestimmt ganz spannend. Ja gut, dann hat man natürlich noch mal ein bisschen mehr Chance, da auch dann was zu haben. Ne? Das ist halt immer gut, wenn man dann schon irgendwie, weiß ich nicht, den Chef kennt oder was weiß ich, da irgendwie Elternteil arbeitet oder so. Woher kam er bitte? Bitte, woher kam er mit seinem Raketenwerfer jetzt? Mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich treffe nichts. Entweder schaffe ich es und gibt tatsächlich ein bisschen Schaden. Das Problem kenne ich auch. Ja, oder diese komischen Schrottrifte oder wie die da heißen. Da treffe ich mich, entweder treffe ich mich da auch selber oder ich veraim halt einfach komplett und treffe überhaupt nichts. Was ist das hier? Das ist Trommelschrotflinte. Naja, gut, Trommelschrotflinte braucht kein Mensch. Ich frage mich auch ganz ehrlich, was die sich dabei gedacht haben, die wieder reinzunehmen, weil ich hasse diese Pumpgun. Naja, ich kann mit dem Ding überhaupt nicht umgehen. Also klar, es ist halt eine Pump, ne? Aber im Endeffekt mir am Ende komplett egal, weil ich spiel's nicht. Aber ja, muss man für sich selbst wissen, mit was man spielt, mit was nicht. Man muss das immer für sich selbst entscheiden. So, jetzt wäre halt noch ein Sturmgewehr ganz geil, dann wäre ja, gut ausgerüstet. Aber. Ja, der Busch bringt halt manchmal echt was. Ja, ich bin erst mal 3 Etagen was weiß ich, wohin gefallen. Und natürlich kriege ich keine AR, sondern einfach wieder eine SMG. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, die Schockwave-Granaten, die sind auch geil. Ich finde die halt ganz gut, weil die können halt einen auch mal eben gut retten. Aus irgendeiner Situation, die gerade vielleicht nicht so die beste ist. Deswegen finde ich eigentlich schon gut, dass die drin sind. Ja, ich sag mal so, mir geht's auch überhaupt nicht um diese ganzen, um dieses ganze Follower und oder auf YouTube zum Beispiel Abonnenten, Likes und sowas. Und sowas geht's mir gar nicht. Ich mach's einfach, weil es mir Spaß macht, mache ich das. Deswegen, mir ist im Endeffekt Follower und also die Zahlen am Ende komplett egal. Master Marv, ich zocke gerade tatsächlich Fortnite. Ich zocke gerade Fortnite. Mit jemandem aus dem Stream. Ah, die Kiste ist unter uns. Oder auch nicht. Da. Hä?
Hä? Das ist diese Kiste jetzt. Ich höre hier doch eine Kiste. Ah, die ist über uns. Ah, hier. Da. Naja, es ist immerhin eine Sniper-Art. Auf PC? Ja, auf PC. Hört sich so an, ja, meine Tastatur ist eventuell ein wenig laut. Aber auch nur ein bisschen. Ja, ich bin schon am Überlegen. Ich habe schon eine Tastatur gefunden, die ich mir eventuell holen möchte. Aber wenn ich mir so denke, dass ich auch keinen Bock habe, mal eben 300 Euro für eine Tastatur auszugeben. Nee, die ist. Da ist auch noch so ein kleines. Na, nicht Stream Deck, sondern auch so ein kleines. Ja, ich sag mal. Ja, so, ja, wobei man kann es eigentlich schon Stream Deck nennen. Halt so ein vier Knöpfe Stream Deck mit bei, die man komplett konfigurieren kann. Was ich halt persönlich ganz cool finde. Und man kann halt das Mauspad abnehmen. Also das ist kein fest verbautes. Man kann das auch nach links packen, wenn man da Bock drauf hat. Ist halt auch ganz geil. Was geht eigentlich bei Fortnite ab? Alle sind da, das. Was alle sind das am Hypen? Wegen OG-Map. Season, ich weiß gar nicht, ich glaube Season X-Map ist das jetzt gerade. Oder Season 9-Map, irgendwie so. Auf jeden Fall, die ist gerade wieder drinne. Deswegen ist ja auch neue Season, ist ja die OG-Season. Komplett alte OG-Season mit den alten Waffen, alten Städten und so. So auf die alte Zeit wieder angelehnt. Aber nur noch bis zum 2. Dezember. Da ist nämlich das Live-Event dann abends und dann geht's in Chapter 5 rein. Nee, da kommt eine neue Map anscheinend. Und anscheinend soll die auch schon geleakt worden sein von irgendwem, aber ich glaube nicht, dass das die richtige Chapter 5 Map ist, die geleakt wurde, aber mal gucken. Mal gucken, was da kommt. Ja, aber bei GTA 6 haben wir auch schon so eine leichte Ankündigung bekommen, dass wir im Dezember den Trailer kriegen sollen. Was ich zwar selber noch nicht so ganz glaube, dass wir da wirklich den Trailer zu kriegen. Ich glaube eher, das wird wieder nur so ein GTA Online-Trailer sein. Weil Rockstar hat selber nicht gesagt, dass es GTA 6 ist, was sie da mit dem Trailer dann zeigen. Aber ich bin offen dafür, dass es GTA 6 ist. Brauche ich auf jeden Fall erstmal einen NASA-PC. So habe auch was von Monte, was gehört, dass er eine eigene Map für 20. Ja, hat er tatsächlich. Die Map ist irgend so eine Speedrun Gunnergy Map oder so. Habe ich aber selber noch nicht gespielt. Ich bin auch gar nicht der Jump'n'Run-Typ, also ist gar nicht meine Welt so. Ich bin dann eher mehr in dem Battle Royale vertreten, anstatt, ja, ich sag jetzt mal, auf Jump'n'Run. Das ist gar nicht meins. Bin ich kein Fan von. Oh, hier gibt's Stress, hier gibt's Stress und er ist weg. Und er wurde dezent. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Was mit dir? Ja. Bam, weg mit dem. Oh, das ist natürlich leckerlich, schmeckerli. Oh. Niederlande Spaß. Wie klein ist die Welt? Ich sehe, du kommst aus Bremen. Yes. Yes. Wie hieß es so schön in dem Kommentar, den ich unter einem Video bekommen habe? Die Hood, nee, Bremen die Hood, genau so hieß es. Komm aus der Neustadt. Weiß gar nicht, wie weit ist denn das weg? Ich weiß gar nicht, ich glaube halbe Stunde vielleicht oder so. Ja, es ist ein Stadtteil hier in Bremen.
Bremen-Nord ist hier vertreten, die Grenze dazu, zu Bremen-Nord. Also was heißt Grenze zu Auslips? Ist doch Bremen-Nord? Nicht ganz. Eher an der Grenze dazu. Ja, aber eher halt so in dem Bereich Niedersachsen drinne. Also wir hocken schon noch in Niedersachsen da hinten drinne. Was? Wie habe ich den nicht getroffen? Sondern das jetzt. So, der ist weg. Hinterm Stein ist noch einer. Ritterhude, nee, Gröbling. Ich komme tatsächlich aus Gröbling. Ich komme aus, glaube ich, aus dem asozialsten Stadtteil in Bremen überhaupt. Wobei, ich glaube, Bremen ist, ja, wobei, ich weiß gar nicht, was ist so der schlimmste Stadtteil in Bremen? Ja, doch, eigentlich schon Gröbling, wenn ich so überlege. Achis, wie viele sind die auf einmal? Was ist das? Warte mal, hier, Minigun. Oh, der hatte die lilane Sniper. Das ist natürlich noch mehr Gönner-Modus hier. Nee, tatsächlich komme ich aus Gröbling. Gröbling, Teneva und Hochding. Ja, stimmt, Teneva ist noch schlimmer eigentlich. Teneva ist sogar noch schlimmer. Das ist echt nicht mehr normal da. Ah, ja gut, den wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Den kann ich eigentlich mal eben schnell trinken, wenn ich schon hier bin. Ja, aber Teneva ist echt, ja. Teneva war schlimmer. Laufen in die falsche Richtung, Zone ist Salt hier. Teneva war schlimmer. Ja, ich bin nicht der Meinung, da hat sich irgendwas gebessert. Also, ich weiß nicht, irgendwie hat sich da meiner Meinung nach nichts gebessert. Gut, ich weiß es nicht, ich komme nicht aus der Ecke und ich bin da hinten nie. Also, ich weiß nicht so wirklich, wie das da hinten wirklich so abläuft. Hochding, kann ich auch nur teils was zu sagen, bin ich auch nie wirklich. Aber Gröbling, was hier abgeht, was ich bei, ich kann ja den Namen droppen, Bremen Entertainment, kennt man ja bestimmt, bei Instagram oder auch hier bei TikTok, Digga, was allein in Gröbling abgeht oder auch Bremen Nord hier, Fegesack und sowas, ey, yo, lass nicht drüber reden, das ist all. Wer wagt es, mich anzuschießen hier? Skip, Skab, Skibidi. Zeig ja. Skip, Skab, Skibidi, Boom. Er ist weg. Oder vieles. Ja. Hier gleitet jemand. Und beim Neustadtbus habe ich gerade einen geholt. Wurde vieles renoviert. Ja. Gut, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da hinten recht wenig. Oder eigentlich so gut wie gar nicht. Der will höchstwahrscheinlich riften, der hat einen Rift in der Hand. Ja, der riftet, der haut ab. Da ist auch noch einer. Aber momentan die Baustellen sind katastrophal hier. Ja, ey, lass dich reden über diese Baustelle hier, Depot in Gröbling. Ey, die bauen hier seit was weiß ich wie vielen Jahren an diesem Depot und die sind immer noch nicht fertig. Da fehlt immer noch Polizeigebäude, das BSAG-Gebäude fehlt, alles fehlt. Nicht mal Betriebshof ist da fertig. PT, also, was wollen die mir erzählen da? Bis Ende 2024, glauben die doch selber nicht. Also, jetzt mal ehrlich, es dauert mindestens noch ein, zwei Jahre. Joel G., was geht? Herzlich willkommen. Let's go. Oh, hinter uns Schüsse. Ja, aber die Baustellen hier in Bremen sind echt, ja, da will man eigentlich ungern drüber nachdenken. Alleine was wir hier an Geld für Baustellen ausgeben und an Bauarbeiten für Straßen und was weiß ich. Nee,
Nee, muss einfach nicht sein. Nein, es ist auch so schön, dass ich mich damit nicht auskennen muss, mich damit nicht befassen muss, weil es mir alles eh egal, weil Bremen ist eh ein bisschen komisch. Deswegen, das Thema sollte man einfach schließen. Nee, aber freut mich, dass hier auf jeden Fall, auf jeden Fall auch Leute aus Bremen zugucken. Ist immer ganz cool, wenn man Leute im Chat hat, die aus derselben Stadt. Alter, wer schießt denn hier, Mann? Was soll denn das? Wo ist denn der? Ah, und hier. Ja, bei mir hat einer gerade geschossen, er hat gerade erstmal einen Headshot bekommen. Ah ja, ich sehe es. Ich sehe ihn. Ah ne, Moment, das war einfach nur. Naja. Ja, die haben halt eine, die weiß ich nicht, die haben ein Motel mit, ah, der hielt sich hier drinne. Moin, moin, mein Freund, bitte einmal aufmachen. Der hat eine Falle geplaced. Hier drinne. Ah, oh mein Gott, ja, er finisht mich auch noch, der Ekelhafte. Boah, der hatte eine goldene Tactical, der eine. Jenny. Ja, der schießt, glaube ich, von hinten vom Haus irgendwo. Ja, da hinten ist er. Bist du oft? Bist du auf Waterfront? Also ich denke mal, WTF ist Waterfront, ne? Tatsächlich nicht. Ich bin da eigentlich nur, wenn ich mal mit einem Kollegen draußen bin. Dann gehe ich da mal hin, aber sonst bin ich eigentlich nie da. Wobei, was noch meiner Meinung nach ein schlimmerer Stadtteil als Teneva ist, ist Kattenturm. Digga, ey, da braucht man gar nicht drüber reden. Reicht schon, dass ich da zur Schule gehe. Reicht schon, das reicht mir schon. Ich hab gar keinen Bock auf Kattenturm, ne? Kattenturm ist. Ich war mit meinem Kollegen da, auf einmal kommt da irgendwie so ein Cracky. Und redet uns von, labert uns voll von irgendwas, von wegen, ja, ich habe dem und dem das Leben gerettet. Er wollte mir das Leben retten, aber ich habe gesagt, nein, komm, lauf, ich rette dein Leben. Ey, bitte, lass mal diese Filme, bitte. Kartenturm ist anders. Kartenturm, ja, habe ich vergessen. Ey, bitte, reicht. Kartenturm reicht, wirklich. Ich glaube, Kartenturm ist auch ein Stadtteil, würde ich niemals hinziehen wollen. Also, wenn ich irgendwo anders hinziehen würde, dann vielleicht so Aumont, würde ich mir ganz gut vorstellen können. Das war's. Na, wobei Fahr ist eigentlich auch noch ganz okay. Oder Neustadt. Neustadt ist auch eigentlich, ja, ist auch okay. Oder halt hier Hastedt. Asten ist richtig. Ey, Asten, ey, ey, bitte. Bitte, in Asten, bitte, wenn du da wohnst. Zieh aus, geh in ein anderes Land, zieh in einen anderen Kontinent. Du wirst dieses Image von Arsten nicht los. Bitte. Also, wenn man da hinten wohnt, du willst da weg. Wir können nach. Lass mal nach Pleasant. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ey, aber Arsten, bitte, lass nicht über Arsten reden, bitte, wirklich. Vor allem da hinten ist auch schon wieder Baustelle, wird auch schon wieder gebaut. Schienen werden da schon wieder neu gemacht. Wahrscheinlich auch wieder 3,5 Jahre, so lange wie die jetzt mal brauchen. Bremen ist echt, ist, anders. Also, ich sag mal so: Bremen kann man gut mit einer COD-Lobby vergleichen. Praktisch gesehen, Bremen ist eine COD-Lobby in real life. No joke. Also, was in den Stadtteilen hier abgeht, ist echt anders. Von denen die meisten Leute in Bremen können auch einfach nicht Auto fahren. Die fahren in irgendeine Bahn rein. Wolfmarshausen ist aber in Ordnung. Ey, Wolfmarshausen ist, glaube ich, der chilligste Stadtteil überhaupt, den wir hier haben. Ich kenne keinen Stadtteil, wo so wenig los ist wie in, wie in Wolfmarshausen. Also Wolfmarshausen ist am chilligsten überhaupt. Da würde ich sogar auch noch hinziehen. Aber, ja, wobei, Wolfmarshausen ist eigentlich gar nicht mal so weit weg. Das ist eigentlich praktisch gesehen bei Waterfront da gegenüber. Einmal mit der Fähre rüber bis in Wolfmarshausen. Ne, Rapplinghausen ist das erst, ne? Stimmt, das ist erst Rapplinghausen und dann kommt
Dingens. Stimmt, so ist das. Aber Wolfmarshausen ist echt chillig. Ja, nur die andere Seite. Wie gesagt, Wolfmarshausen ist echt, glaube ich, die am meisten. Na, können wir pushen gehen. Ich habe eh paar. Hast du eine Pump? Ja, ne? Let's go, gut, dann können wir die. Ja, dann können wir die pushen gehen. Ja, aber ey, no joke, Wolfmarshausen ist. Okay, der war anders low. Der ist auch low. Ja, jetzt braucht er es nicht versuchen, weil ich habe ihn geholt. Ja, aber Wolfmarshausen ist ja chillig. Ich weiß gar nicht, was gibt es noch so für Stadtteile, die so richtig. Nein, ja, es kommt eigentlich schon so auf dieses Level asozial an. Ja, es kommt da schon dran. Ey, oh mein Gott, ja, Übersee ist wirklich, Digga, Übersee ist einfach wirklich zweites Frankfurt. Also, Übersee ist noch schlimmer. Alleine, was da für Unfälle tagtäglich gefühlt passieren, irgendein Auto ist wieder in die Bahn gefahren und so. Und ey, BT, hier sind mehr Unfälle mit Auto und Straßenbahn, als dass irgendwer, weiß ich nicht, dass irgendwer ein Auto nicht gesehen hat und mitgenommen wurde. Also ganz ehrlich, das kann mir doch auch keiner erzählen. Hier ist irgendwo einer. Snog. Teammate müsste hier noch irgendwo sein. Ey, aber Überseestadt ist ja anders. Andere Liga. Deswegen, ich bin auch froh, dass mein Vater aus Walle und so weggezogen ist. Ich bin so froh, dass der da weggezogen ist, weil das war echt nicht mehr schön. Kennst du Walle? Ja, Walle ist auch echt anders. Wobei Walle gar nicht mal so schlimm ist, aber es ist halt auch schon andere Liga. Aber Walle ist gar nicht mal so schlimm. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn die Verbindung da hinten fertig ist. Weil die 8 soll ja dahin verlängert werden. Was ich auch irgendwie komisch finde, warum mit meiner Straßenbahn außerhalb Bremen hinfahren soll. Da bin ich 20 Jahre aufgewachsen. Oh, das heißt über 20. Okay. Bist du safe so, weiß nicht, 21, 22 schätze ich jetzt. Ja gut, das ist natürlich noch schlimmer. Deswegen bin ich froh, dass Frankfurt von mir so gesehen einen guten halben Tag weg ist. Ja, richtig. Ja, also ich glaube, ich brauche von mir aus nach Frankfurt, brauche ich glaube ich gut. Ich weiß nicht, was fährt man von Bremen nach Frankfurt? 5, 6 Stunden auf jeden Fall. Ich weiß, wobei, nee, gar nicht warm. Nach Köln alleine fahre ich nur 4,5. Fünf Stunden? Ah, okay. Ja gut, also nach Frankfurt anscheinend 5 Stunden. Aber gut, ich will niemals nach Frankfurt. Aber nach Köln will ich mal. Da möchte ich mal hin. Köln war ich tatsächlich noch nie. Ich war auch noch nie in Kiel tatsächlich. Okay. Wo immer her jetzt herkam. Zug denke ich mal 6. Ja, kommt ungefähr hin, ja. Mit Zug 6, das kommt sogar gut hin. Ich bin mit Flixbus nach Berlin gefahren. Tatsächlich für eine Woche. Also halt für eine Woche Berlin. Ich bin jetzt nicht mit dem Flixbus eine Woche nach Berlin gefahren. Dann hätte ich mir auch denken können, dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, wie fährt denn der Busfahrer? Wo fährt denn der hin? Oh, der ist cracked, der ist cracked. War schon zweimal auf der Gamescom. Oh, Gamescom möchte ich auch mal machen. 4 Stunden Berlin. Ja, wir sind aber auch über verschiedene Städte noch gefahren. Ne? Muss man auch bedenken. Es war keine Direktdingens. Also, das war jetzt keine Dingens. Das war jetzt keine Direktverbindung. Oh, das war sogar noch ein Headshot. Schön. Ja, es war. Ich weiß gar nicht, über was sind wir noch gefahren? Ich glaube, über Kiel sind wir gefahren. Hamburg haben wir, glaube ich, auch noch mitgenommen. Und ich glaube, Hannover waren wir, sind wir auch noch rüber. Über Magdeburg, über Magdeburg und Braunschweig. Ja, kommt hin. Ich weiß gar nicht, ob wir über Braunschweig und so gefahren sind. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich müsste aber.
Das ist auch ein geiles Lied. Ja, ich weiß noch nicht, sind wir über Braunschweig? Ja, es ist nervig hier. Aber gut, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie wir wirklich gefahren sind, weil das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, vor 3 Jahren oder so bin ich nach Berlin für eine Woche mit meiner Mutter zusammen. Also von daher, ich kann mich da gar nicht mehr so wirklich dran erinnern, wann, wie wir gefahren sind. Berlin ist an sich eigentlich ganz schön, so außer Kreuzberg. Da würde ich tatsächlich den Fuß rauslassen. Da würde ich niemals hingehen. Kollege war da auf Klassenfahrt. Der ist, ja, nein. Also Kreuzberg am besten weg. Da sollte man nicht hinfahren. Österreich, da will ich unbedingt hin. Ich will unbedingt nach Österreich. Da möchte ich unbedingt einmal hin. Stimmt, da nach Oldenburg. Hamburg auf Platz 1. Ja gut, Hamburg, ne, ist halt auch immer so ein Ding, ne? Trink am besten den Biggie, dann bist du full. Hamburg ist halt auch so ein Ding, wo man in Hamburg ist. Ich muss auch sagen, es sind Stadtteile in Hamburg, die mag ich nicht. Aber, ja, es kommt immer drauf an, wo man ist. Schweiz, Luzern ist Traum. In die Schweiz möchte ich auch tatsächlich mal. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wenn ich nach Österreich fahren würde, oder ja, allein ein Döner kostet dann 10er. Da sind wir hier in Deutschland noch ganz gut bedient mit 6 € oder 7 €, die wir jetzt gerade aktuell haben für einen Döner. Also Grüße an die Schweizer, ne? Oha. Ja gut, Tierarzt ist bei mir, glaube ich, ein Stückchen weg. Ich glaube, in Gröbling haben wir gar keinen. Ich weiß gar nicht, habe ich in Gröbling Tierarzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir mussten immer noch. Hier ist einer. Scheint aber eh so ein Noob. Ja gut, der connected nix. Also, Bro. Ja, genau er war das. Genau dieser. Ja, gut, man muss auch bedenken, ich spiele auch tagtäglich, ne? Ich spiele ja immer, also wenn ich bedenke, wenn ich halt so meine Sache mache für die Schule, halt so halt Praktikum suchen oder so, mich bewerben für Ausbildung, dies, das, so dann, und ich halt fertig bin damit und ich keine Idee mehr habe, wo ich noch was hinschicken könnte, gut, dann mache ich halt Fortnite an oder zocke irgendwas anderes und dann sitze ich noch meist bis 23 Uhr am PC abends und gehe dann meistens erst, ah, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Den hole ich mir natürlich auf lecker schmeckere Art und Weise mit graziöser Art. So. Aber Schweiz kann ich mir richtig schön vorstellen. Da war ich auch noch nicht. Das ist auch noch mal so ein Ziel von mir. Schweiz. Schweiz? Ja, 100 hat der Typ war weg. Ich habe auch Leute hier in Bremen, die ich auch schon kenne, seitdem ich in der Grundschule bin und mit denen ich immer noch Kontakt habe tatsächlich. Also das ist schon krank, wie lange sich Freundschaften eigentlich halten. Obwohl die meisten davon weggezogen sind, habe ich trotzdem noch so ein bisschen Kontakt mit denen. Zwar auch nicht mehr so viel, aber naja. Will man nach, ne? Leben geht weiter, man findet immer neue Leute. Ja, willkommen in der heutigen Jugend, ne? Das ist halt einfach, das ist halt einfach das, wo die Leute heutzutage sagen, ja, das ist halt das, warum Schulstress, ja, das sagen sie alle. Aber am Ende ist es kein Schulstress. Ich habe ja auch gerade ein bisschen.
Bisschen Stress hier mit dieser. Ui. Nein! Er war alleine, der andere chillt irgendwo anders. Oh mein Gott. Ah. Gut, ich hab nichts gesagt. Ach, der. Ach so, wir sind beide tot. Ja, gut. Gehen wir rein in die erste Runde. Oh. So, jetzt holen wir den übel. Stark. Hast du die Woche frei? Nee. Ich hab nur donnerstags und freitags Schule, weil ich in der Praktikumsklasse bin. Ich gehe in die Praktikumsklasse, deswegen habe ich nur donnerstags und freitags Schule. Deswegen kann ich mir sowas hier erlauben. Normalerweise will ich jetzt auch noch. Naja, wobei. Na, ja, ungefähr 20, 30 Minuten würde ich noch sitzen. Es klingt abwegig, ja, aber es ist machbar tatsächlich. Und der Rest der Woche? Ich sag mal so, ich habe jetzt noch heute und morgen. Und Donnerstag, Freitag muss ich hin. Und dann bin ich im Praktikum. Bis Ende Dezember. Roggemann als Fachlagerist bzw. Fachkraft für Lagerlogistik. Und wenn es gut läuft, mach ich da sogar meine Ausbildung. Oh, das ist natürlich auch. Das ist natürlich auch was. Gut, Rettungsdienst mache ich persönlich nicht, weil es ist nicht meins tatsächlich. Aber ja, jedem das, was ihm gefällt, ne? Ja. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Ich hoffe, es wird, weil das Gespräch hatte ich. Der Vorstellungsgespräch war gestern. Und es war ganz gut. Hab Metallbauer gelernt. Why? Er arbeitet Metall. Der leichte Metallarbeiter. Ich glaube aber Metallbauer ist auch krass. Nichts Besonderes stark. Ich sag noch das krass. Ich sag noch, das ist krass. Ja gut, ich sag mal so, wenn das halt so ist, dass die Eltern sich, ich sag jetzt mal trennen, so, meine Eltern waren nie verheiratet, wenn die sich halt trennen und man dann halt woanders ist, also wenn halt, ja, ich sag mal so, wenn man halt woanders ist, sag ich jetzt mal, ich komme ja eigentlich aus dieser Region Walle, da komme ich ja eigentlich her. Und bin dann nach Gröpeling gezogen. Und jetzt wohne ich seit verfluchten 12 Jahren hier in Gröpeling. Und das sind die schlimmsten 12 Jahre meines Lebens. Weil Gröpeling ist echt nicht schön. Aber ich komme hier leider auch nicht weg. Aber egal. Das ist meine Meinung. Ja, jeder hat seine eigene Meinung. Ja, hier manchmal auch. Also hier gibt es auch manchmal Zeiten, wo ich mir so denke, bin ich noch in Bremen oder bin ich irgendwo gerade, weiß ich nicht. Oh, der ist low, der gehört sowas von mir. Komm her hier. Du rennst nicht weg. Er hat diese Zone gesetzt. Ja, er ist weggeriftet. Ich hab keine Pump. Wohnst du im Kern von Gröpeling? Nein, ich wohne eher so am Rand zu Oslabs. Also ich wohne eher so in Richtung Oslabs rein. Also man kann sich das so vorstellen, Depot und ungefähr 10 Minuten weg davon, oder ja, so 10 bis 11 Minuten weg davon wohne ich eigentlich. Also ich brauche nicht lange, bis ich beim Depot bin. Also ich brauche da nicht wirklich lange. Ich laufe vielleicht 10 Minuten und bin ich drüben beim Depot. Hm.
Ich sag mal so, ich mache, ich weiß. Ich sag, ja, tatsächlich, ich mache gerade so ein bisschen zu Hause Sport. Da ich vor, das ist auch schon jetzt übelst lange her, drei, ja, vor 5 Jahren ungefähr, haben leider nicht verstanden, welches Depot, Gröbeling. Gröblinger Depot, Endhaltestelle da. Und ungefähr 15 Minuten, 10, 15 Minuten davon weg wohne ich. Also, wie gesagt, ich mache halt gerade so ein bisschen Sport zu Hause und damit verdiene ich mir halt so ein bisschen was noch dazu. Damit halt auch ein bisschen gesundheitmäßig ich was mache. Und von daher, why not, ne? 11. Dezember ist der ganze Kack zu Ende und dann kriege ich schon 150 Orken. Why not? Lass mal hier. Bin ich noch nie wirklich gelandet. Oh, wo gibt's denn? Können wir machen, ja. Ja, ich bin wahrscheinlich eh den ganzen Tag online, von daher wenig zu tun. Ja. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich hier die Runde reiße, weil ich werde die Runde jetzt nicht verlassen. Ich werde die Runde jetzt weitermachen tatsächlich. Jetzt ist es so ein bisschen Duo versus Solo gegen Duo tatsächlich. Aber das sollte eigentlich kein Ding sein, weil ich spiele mit meinen Lobbys. Daher eigentlich sollte das nicht das Problem sein. Und Flash ist anscheinend leer, von daher kann ich hier, glaube ich, gut looten. Also wie gesagt, ne, vom Depot ist nix, also das ist nix. Ich muss auch so ein bisschen gucken auf Akku. Mein Akku ist gleich alle. Shit. Oh, eine blaue Tech, das ist natürlich sehr schön. Ja, aber ich glaube auch, würde ich jetzt zum Beispiel ein Ding im Kern von Gröfling sein, ich glaube, Knacks kriegen. Ich glaube, das würde ich geistig gar nicht mitmachen können. Wenn ich alleine schon überlege, was hier alleine schon abgeht, dann nein, bin ich froh, dass ich schon so ein bisschen weiter im äußeren Bereich wohne, zur Nähe Gefängnis. Ja, ungefähr, ja. Also das Gefängnis ist zwar noch ein Stückchen von mir weg, hier JVA oder was das da ist, aber ist auf jeden Fall nicht so weit weg. Das ist auch, glaube ich, so 20 Minuten mit dem Fahrrad durch den Park oder so. Also das ist nix. Wobei nicht mal. Das ist ungefähr beim Kollegen von mir die Höhe da. Von daher, das ist eigentlich nix. Praktisch gesehen, da kann ich sogar auch zu Fuß hinlaufen. Ich tue es nur nie, weil ich gehe nie raus. Wenn ich rausgehe, dann halt nur mit meinem Kollegen oder wenn ich halt irgendwo hin muss, mal eben. Sonst bin ich eigentlich hauptsächlich zu Hause. Ey, ich krieg nur Kackwaffen. Was soll denn das? BT. Ey, ich hab Flash komplett leer gelootet und hab nur Kackwaffen. Was soll denn das? Das Spiel hat immer was gegen mich. So, wo ist denn hier die Tür? Da nicht. Stark. Warte mal, ich kann auch eh bauen. Kann ich aber nach der Runde wieder auf null bauen switchen. Das ist schön. Hey, ist ja auch nichts los. Trotzdem schon eine halbe Lobby weg. Sollen das? Machen die denn? Ich gehe ja gar nicht hier. Brauche noch ein paar Kills. Hol
Oh, zwei Tags und dann einfach schlechter als die Pump, die ich habe. Ist auch natürlich wieder die Härte. Ah, okay, doch, hier war aber schon jemand. Ich muss mal echt so langsam auf meinen Akku achten. Nur noch 90%. Das ist nicht so schön. Und geht das? Kann ich das eventuell machen? Jetzt muss ich hier gucken. Jetzt kommt hier der Technische. Muss ich gucken, dass ich das irgendwie hier mit meinem Ladekabel noch irgendwie hinkriege. Das kann auch wieder was sein hier. Ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, ne? Hoffen wir mal, versuchen wir mal. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt mein Handy auch noch stehen, wenn das Kabel dran ist? Ah, einfach hier so reinklemmen. Nö, natürlich nicht. Stark. Egal, mach ich's halt so. Ist mir auch egal. Mach ich's halt so. Aber wie gesagt, das Gefängnis ist nicht wirklich weit weg. Also, es ist auch nah bei mir. Ist ja auch selbst da oben, ne? Ist ja hier. Ja, ist die Haltestelle da, Fuchsberg oder so. Da hinten. Ist ja am Fuchsberg. Ist nix. Einmal Depot hoch und zwei Haltestellen. Ne, gar nicht, war drei Haltestellen fahren und dann fertig. Bin auch schon da. Ich werde so diese Runde so dick nicht gewinnen, ne? Eieieiei, ich werde diese Runde so gottlos nicht gewinnen. Ja, wobei ich gehe da nicht hoch, ist unnötig. Ist unnötig, ist unnötig. Zack. So, schauen wir mal. Ob ich hier doch noch was reiße oder nicht. Wie gesagt, Solo gegen Du, das kann natürlich gut für mich enden. Es kann, naja, für mich enden. Oder es kann einfach, ja, yeah, nein, richtig beschissen enden. Und da hinten sind Gegner, das heißt, ich habe schon mal meine ersten Kills. Ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das? Das ist jetzt gerade 12:50 Uhr. Ey, ich stream schon fast 2 Stunden. Alter. Ach, gleich schon 2 Stunden am Stream. Nevermind. 108 Minuten, ja, wobei doch 108 Minuten, ja, doch, eigentlich schon, ja, doch, fast 2 Stunden, ja. Ja, gut, ich bin ein Salty, das endet nicht gut für mich. Mit der Ache, nochmal hier, ui, die Sniper, die nehme ich. Warst du schon mal bei Papais? Nein, will ich noch auf jeden Fall noch mal hin. Mache ich mal mit einem Kollegen. Da will ich mal mit einem Kollegen zusammen hin. Haben wir uns schon festgelegt, dass wir da auf jeden Fall mal hingehen. Ist ja hier Hulsberg, ne? Hulsberg. Wie heißt die Haltestelle? Was? Hilfe, was habe ich gerade mit ihm gemacht? Kann ich empfehlen. Ey, ich weiß gar nicht, wo habe ich Papais gesehen? In irgendeinem YouTube-Video. Ja, richtig, bei Rewe. Ja. Ey, ich kann mir aber auch so geil da vorstellen. Ich unbedingt noch hin. Mit einem Kollegen auf jeden Fall. Und schon, vielleicht mache ich das sogar, wenn ich mich eben mit meinem Kollegen treffe am 27. Mal schauen. Vielleicht mache ich das sogar. Fahren wir doch mal hin. Wobei ich glaube, ich glaube, wir gehen eher Waterfront. Das glaube ich. Das ist eher unser Plan. Und dann ein bisschen Mediamarkt und Müller und was weiß ich, Candy Shop auseinandernehmen. Auf diese Maschinenbasis hier. So, 2 Kills und hier ist keiner mehr. Dann ist hier. Nee.
liegt der Biggie da hinten noch. Das wäre natürlich sehr schön, wenn der hier noch liegt. Oh ja, der liegt hier noch. Ey, war doch noch ein ganzes Dorf gerade. Wo sind die jetzt alle hin? Nee, das will ich nicht. Das da will ich. Das will ich nicht, aber das. So. So, jetzt bin ich ausgerüstet. So. Wie jetzt? Heute ist jetzt leer. Was soll? Hä? Ey, ich war gerade mehr. Weiß ich nicht. Der, ich war gerade Krieg bis zum geht nicht mehr. Was sollen das? Wo sind die jetzt alle hin? Ah, ne. Y, falsche Taste. Hier, oh, wobei, Schüssel, Schüssel, Schüssel. Ah, da hinten. Klaus Peber, aber auch sehr lecker. Sagt mir gerade nicht gar nichts. Wo sind das? Ach, Gustavo. Weg mit dir. Ich habe Billys Mom getötet. Hilfe. Warum nennt man sich Billys Mom? Hilfe. Ey, die Leute kommen in Fortnite aber auch auf den Namen, ey, meine Fresse. Altenplatz Neustadt. Ja gut, da hinten bin ich, da bin ich nie. Ja, mein Aim ist mal wieder ein Toaster. Weg mit dir. Ui, yo. Okay, er hat sich einfach geduckt. Hi. Sag mal. Ich glaube, es hakt, Alter. Duckt er sich einfach, wenn ich ihm snipen will? Sollen das? Sag mal. Egal, 5 Kills und ich hab nicht einmal Schaden bekommen. Das ist sehr verwirrend. Also es macht auf jeden Fall keinen Unterschied, wenn ich mit mal hier Solo gegen Duo zock. Also es macht keinen Unterschied hier. Die Lobbys sind einfach immer noch scheiße. Muss ich mir mal auch angucken. Klaus Kleber, muss ich mir mal angucken. Das klingt auf jeden Fall sehr einladend. Und vor allen Dingen sehr vielversprechend, muss ich mal hin, muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, fahre ich da vorbei? Nee, ich fahre da glaube ich ganz knapp dran vorbei. Ich glaube, ich fahre da gar nicht direkt vorbei. Da gibt es auch vegane Döner. Ja gut, ich bin kein Veganer. Fleisch ist richtig und wichtig. Was ist denn hier los jetzt? Skibidi-dip. Skibidi-dip. Sag mal. Ich hab gesagt, Skibidi-dip. Bei der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Ach, okay. Ja gut, nee, da fahre ich tatsächlich nicht vorbei. Komm, piek, 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 piek. Das hat dir gar nichts gebracht, Bro. Die fliegt nämlich. Hast du gut gemacht. Er hat sehr gut gemacht, dass er seine Rakete verballert hat. Ojo. Ojo, okay, Schwitzer, Schwitzer. Ey, okay, sorry. Egal, Elfter, Elfter. Und ich hatte. Wie viele Kills hatte ich überhaupt? 5 Kills, ey. Ey. Ey, ich sag nichts, ne? 5 Kills. In der Solo gegen Duo-Runde. Ich sag dazu gar nichts, ne? Ist nicht schlecht, ist nicht gut. Also, ich schätze mal, allzu lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Also, allzu lange an Stream mache ich jetzt auch nicht. Ich schätze mal, ich mache jetzt noch. Ja, bis 13:30 mache ich noch. Und dann gehe ich wieder chillen. Beziehungsweise dann mache ich noch ein bisschen was im Haushalt, Wäsche waschen und so. Und dann ist halt wieder auf chillig, wieder so ein bisschen Schlafzeit, ne? Schlafenzeit im Sinne von auf den Stuhl setzen, nichts tun und Musik hören.
Schau mal ganz kurz hier. Was sagen meine Aufträge? Na gut, die Meilensteine habe ich fertig. Die brauche ich nicht mehr machen. Oh, erhalte 50 Kontolevel. Oh. Ich bin bei der. Bis dann. Jo, hau rein. Vielen Dank, dass du am Start warst. War sehr schön, die Unterhaltung über die asozialsten Stadtteile in Bremen. Gerne wieder, gerne wieder. So. Stimmt, ich kann es auch erwähnen. Joint gerne auf meinen Discord-Server. Ja, könnt gerne raufkommen. Wurde komplett neu überarbeitet. Ich arbeite auch gerade so ein bisschen wieder an dem Server. Gerne, gerne und gleichfalls bloß ist weg. Ich küsse dein Herz. Danke für dein Follow. Was geht, was geht? So. Warte mal, kann ich auch sowas wie Kommentar. Kann ich hier auch so einen Kommentar schreiben? Kann ich das? Ja. Dann mache ich das mal eben hier schnelle Gazellenwelle. Ja, perfekt, wenn ich es dann auch hinkriege. Also ich habe die Runde beinahe gewonnen. Ich bin nämlich nicht aus der Runde rausgegangen. Ich bin Elfter geworden. So. Ihr könnt gerne auf meinen Discord-Server joinen. Ich packe den Link nachher mal in meine Bio rein. Ich das wohl kann. Ich hoffe, zur Not müsst ihr euch den einmal rausschreiben. Aber könnt sehr gerne raufkommen. Wie gesagt, wird gerade daran gearbeitet auf einen Zweit-Server. Und dann kann man. Gibt es bald ein Update. Endlich mal wieder. Weiß ich gar nicht. Kann ich Map gucken? Ja, über Aufträge, ne? Ja, hier. Wir könnten. Nee, ich würde. Könnten theoretisch risky landen. So, wie gesagt, join gerne auf den Discord. Jeder ist willkommen. Hat ihr Bock habt zu talken, so ein Talk-Stream, dann streame ich eher YouTube oder Twitch. Oder wenn ich gerade eher so Bock habe, so einen, ja, so einen chilligen Talk-Stream und währenddessen einfach ein bisschen zu talken, dann eher TikTok, Instagram oder sowas. Aber Instagram wäre weniger, da bin ich inaktiv des Todes. Stark. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade bei Instagram habe. Da bin ich jetzt, glaube ich, auch knapp bei den 400 oder so. Aber Instagram ist mir eigentlich komplett egal. Da mache ich eh nichts. Ich finde auch bei Instagram das Live-Gehen ein bisschen blöd. Weil man kann halt so wie hier nicht sehen. Also man kann halt bei Instagram keine Moderatoren für den Stream einstellen, was auf TikTok zum Beispiel geht. Oder zum Beispiel man sieht, wie viele Likes dein Stream hat. Das sieht man bei Instagram nicht, das sieht man bei TikTok. Bei ja, man kann auf Instagram live gehen, da braucht man nicht mal eine bestimmte Followerzahl für. Das geht einfach direkt. Kannst einen Account machen, kannst live gehen, kannst 2, 3 Stunden labern und fertig. Ja, bei TikTok ist das ja mittlerweile sogar so, dass du nur noch 800 brauchst, um live zu gehen. Auf Handy und auf PC sind, oder für PC sind es ja, weiß gar nicht, 1000 brauchst du, um auf PC live zu gehen? Irgendwie so. Woi, yo, Achi. Achi, chill dein Leben, chill dein Leben, Achi. Ich hab mich. Hier ist einer bei mir. Er hat mich gejumpst. Ich wurde gerade auch auseinandergenommen. Das war der, der mich geholt hat.
Er hängt am Stein. Der krabbelt da rum. Alles gut, der ist oben auf dem Dach drauf bei dem anderen Gebäude. Natürlich hatte man Granatenwerfer mitgenommen. Natürlich, aber gut, das Ding, mit dem Ding treffe ich auch nichts. Also wie gesagt, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Würde mich sehr freuen. Können wir ein bisschen talken ab und zu auf Discord. Ich weiß gar nicht, auf Handy muss man gucken, ob es das noch gibt. Weil bei vielen ist im Play Store und ich glaube auch App Store gibt es die App nicht mehr. Ja, keine Ahnung warum. Also wenn ich das jetzt auf dem Handy deinstalliere, dann kann ich es auch nicht mehr installieren. Tatsächlich, dann ist es komplett weg. Ne, die haben das rausgenommen tatsächlich, glaube ich. Für bestimmte Handys oder so. Oder ich glaube für bestimmte Alterseinstellungen irgendwie so. Weiß ich nicht, ich benutze Android. Ich bin auf Android. Uiuiui. Aber dann kann ich mal eben schon nachgucken bei Discord, aber hier ist eigentlich nichts los gerade. Was mich tatsächlich wundert, normalerweise ist jetzt um die Uhrzeit richtig was los. Aktuell 11 mit mir. Deswegen, ich versuche auch so ein bisschen den Server so ein bisschen größer zu kriegen, also dass ich mehr Leute raufhole. Da ich den Server jetzt auch komplett umgebaut habe, es gibt jetzt einmal einen Teil für Deutsche. Also man kann jetzt entscheiden, welchen Teil man sehen möchte, ob den deutschen Teil des Servers oder den englischen Teil des Servers. Und hier ist einer natürlich. Achi Gustavo, mein Name, Bellarabo. Bam, bam, weg mit, weg, rinne mit dir. Da. Weiß nicht, bei mir hat der kein Skin, aber ist auch egal, weil er ist tot. Oh, goldene Minigun. Oh, das ist doch natürlich ein Geschenk. Das ist doch das Geschenk, was jeder will. Eine goldene Minigun, da sagt man noch nicht nein zu. Jetzt wäre noch eine Pump ganz geil. Oh, gerade von geredet und da ist sie auch schon. Also entweder ist heute mein Glückstag oder? Ne? Ich habe diesen komischen Flaschensturm, aber ich weiß nicht, ob ich den unbedingt brauche. Gut, dann brauche ich noch nicht mitschleppen, weil ich kann mit dem Ding genauso wenig. Komm mal runter. Das, achso, ich kann dir hier zwei Dingens geben. Jetzt, na gut, jetzt habe ich alle gedruckt, egal. Schauen wir mal. Ah, schade, ich hab keine SMG-Muni mehr. You wish too much. Ja, das würde ich von ihm auch behaupten. Scheiße, wie kommen jetzt wieder raus? Aber wobei, warte mal, ich nehme mal dabei. Ich nehme den Grappler mit. Warte, ich kann dir Ding hier geben. Nein, ich hätte ihn fast geholt. Er war so, er hatte 20 HP. Hilfe! Er hatte 20 HP, ich hätte nur noch einmal schießen müssen und. Nein, das war sein Teammate! Das war der Teammate von dem Typen, den ich geholt habe. Ah. Egal, den hat's erwischt, der ist weg. Oh, was ich auch hasse in Fortnite oder an, ich sag jetzt mal an der Community von Fortnite,
ist, dass die nach dem Kill irgendwie so ein Loser-Dance oder so machen müssen, einfach um nochmal reinzukicken. Hier, ich hab dich geholt, du bist ein Noob und kannst nichts. Sowas hasse ich. Als jemand, der diesen Tanz nicht mal hat, denke ich mir halt einfach so, Bruder, du hast mich gekillt, schön, okay. Gib doch nicht an, du wirst doch eklig von irgendeinem 0815 Kevin gesniped aus 340 Milliarden Metern. Also bitte. Ich glaube, Fortnite ist auch wirklich so bei mir das einzige Game, was mich so richtig zum Ausrasten bringt. Also das ist wirklich nicht mehr schön. Gut, ich habe halt das Ding, ich weiß halt, was meine Tastatur gekostet hat. So, gut, die war jetzt nicht teuer, aber ist halt trotzdem geschenkt, deswegen versuche ich mich da schon so ein bisschen zurückzuhalten mit den zu sehr Ausrasten. Lass mal Lonely. So. Ja, aber ich versuche mich da eh so ein bisschen zurückzuhalten, was das angeht. Ja, wenn ich mir schon so einen Controller hole, den es nur einmal gibt oder so, dann spiele ich nicht damit, sondern hänge mir den irgendwo auf oder so. Weil ich denke mir so, hä, wenn ich schon so einen Controller habe, den es for real nur einmal gibt, warum spiele ich doch nicht damit? Dann hänge ich mir den doch lieber irgendwie an die Wand oder so. Oder mache mir so ein, weiß ich nicht, so ein Altar und ballern mir den dahin. Ach, ey, was willst du jetzt von mir, Devil? Geh mal weg, aber danke für die Pfand, ne? Oder die nehmen. Die Waffe habe ich doch schon. Ich krieg nur wieder die allergrößten Schmutzwaffen. Ja, oder so ein, weiß ich nicht, so dieser allergrößte Schwitzer, der, weiß ich nicht, 24-7 im Kreativmodus chillt. Oh, ich komm. Ich komm. Ach, hey, weg mit dir. Ach, scheiße, du bist da oben drin, ne? Ich muss gucken, wie weit das hier. Ah, shit. Ja, kenn ich. Das war eigentlich schon mal ein ganz guter Anfang. Ja, natürlich sind hinter uns direkt Leute. Was ist das? Wollen die alle? Ja, oder ich. Hier sind Verbände. Oder wo ich auch kein Fan von bin, sind so Leute, die so sagen: Ja, warum campst du? Warum campst du? Und am Ende campen sie selber. Muss man nicht verstehen. Ja, ich habe Renegade Raider Skin, der ist voll selten. Ja, 2 Wochen später, Renegade Raider ist wieder im Shop. 200 Euro umsonst ausgegeben. Wo ich mir auch so denke, So, irgendwo waren hier gerade Schüsse, irgendwo sind hier welche. Ja, aber wenn ich mir so überlege, man holt sich, weiß ich nicht, und selbst wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, nur für einen Battle Pass oder so mal eben so eine Karte holt, das reicht doch vollkommen aus, da sind doch mehr als genug Skins drin.
So klar, wenn man jetzt zum Beispiel so aus der, nicht aus dieser, ich sag jetzt mal, alten Zeit kommt, wo Fortnite noch so angefangen hat, so 2017, 18, so, wo diese ganzen neuen Skins so reinkamen, klar, dann will man natürlich schon so ein bisschen die Zeit wieder haben oder halt auch die, ja, halt einfach diese Skins haben, um halt eben zu sagen, okay, ich habe jetzt die Skins, aber im Endeffekt sind es einfach auch nur Charaktere und die sagen halt nichts über Skill oder was weiß ich was aus, sondern es sind einfach nur Sachen, mit denen man, ja, weiß ich nicht, angeben kann. Naja, im Endeffekt, ja. Im Endeffekt ist so gesehen so ein Skin eigentlich wirklich das Unnötigste, was man holen kann. Aber klar, für mich. Ja gut, No Skin wurde mir langsam ein bisschen zu much, wurde mir ein bisschen too much. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, deswegen habe ich mir halt angefangen, die Battle Pässe zu holen oder auch von einer Freundin habe ich mir ein Paket, zwei Pakete schenken lassen, zum Beispiel Nussknacker Skin, den habe ich von einer Freundin bekommen. John Cena Paket habe ich be bekommen. Also von daher. Ich habe das andere WWE Pack habe ich auch hier mit Becky Lynch und Bianca Belair, das habe ich mir auch noch geholt. Das habe ich mir da tatsächlich selber geholt. Ich bin am Überlegen, mir diesen Ninja-Skin eventuell zu holen, wenn der nochmal reinkommt. Oh ja, würde ich auch fühlen. Ja, Fußball-Skin habe ich mir sogar auch erst geholt. Nicht wirklich. Also, ich gucke zwar ab und zu mal so durch, wer gerade so spielt und was so die Endergebnisse sind, aber. Ich bin jetzt nicht so wirklich, was Fußball angeht, so am Gucken. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das gesehen? Auf YouTube habe ich das gesehen, was da abging. Alter Schwede, die haben randaliert da. Als hätte weiß ich nicht, wer gewonnen. Das kann ich mir auch geil vorstellen, so im Stadion zu sitzen. Was mein Ziel ist, so wirklich ein bisschen, was ich. Machst du Faxen? Ja. Oh ja, hier sind zwei Leute. Na, war mein. Also, ich will nichts sagen. Aber das waren einfach die größten Noobs überhaupt. Gut, ich habe zwar nur 17 HP, aber ich habe sie trotzdem beide geklatscht. Und den einen musste ich einfach nur einen Headshot geben. Und der war weg. Weg vom Fenster. Und am Ende, nö. Oh mein Gott, warte. Ah, schade, ach ja, stimmt, das geht ja gar nicht. Dafür bräuchte ich diesen komischen Handschuh und den habe ich gerade gar nicht. Ich weiß noch, wo dieses Spider-Man-Item rein kann. Das habe ich gefeiert, weil mit dem Ding habe ich mich immer mit einem Kollegen dann an die Autos geschwungen und dann sind wir damit immer durch die Map. Das weiß ich noch. Das war auch geil. Der Fortnite ist ja generell gratis Game. Gut, außer man hat sich natürlich so eine Xbox-Karte geholt, wo das ganze Game mit drin ist. Oha. Ja, gut, dass ich auch PC spiele. Oh, da ist ein Medkit. Warte mal, das ist wichtig und richtig. Eigentlich habe ich alles. AR, Pump, SMG, jetzt fehlt nur noch eine Sniper.
Oh ja. Oh, warte mal, da ist ein Lootdrop. Da können wir mal eben hin. Hey, oho, und so viel zum Thema Sni und so viel zum Thema Sniper. Gönn dir den hier. Wobei ich lasse den Grappler, glaube ich, hier. Wo ich nehme mal den Chuck Chuck mit. Ich nehme den mal mit. Weil ganz ehrlich, Grappler brauche ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat sich irgendwann so interpretiert, so dass jeder das mit mal Chuck Chuck nennt. Gut, dann komme ich und mein Kollege. Wir nennen das einfach Jiggy Jagger Doo Jackson. Einfach weil wir komplett durch mit dem Thema sind. Aber ja. Ich gönn mir jetzt mal so einen richtigen Jiggy Jagger Doo Jackson. Oh, Golfkart. Ari, Gustavo, Gustav. Der fährt weg und ich habe ihn geholt. Ja, der andere ist auch weg. Ja, natürlich hatte er wieder keine gewonnen, der andere. Ui, das ist. Oh, warte mal. Den gönne ich mir jetzt mal ganz dick. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Erstmal kurz ein Jiggy Jogger Joko Jackson gönnen. Ja, Jiggy Jogger Joko Jackson gönnen, dann hier nochmal kurz rüber rennen. Den anderen Jiggy Jogger Joko Jackson natürlich mitnehmen und dann mal ganz kurz dezent rennen. Taxi. So. Nee, ich will nicht da oben drauf stehen, ich will mich da reinsetzen. So, Jiggy Jagger Juku Jackson ist auch dabei. Ich lade da mal kurz das. Tatsächlich ja, und zwar einen US-Schauspieler, Jensen Ackles. Ich weiß, bei TikTok jetzt zum Beispiel mal an den Chat, sagt euch der Name Jensen Ackles was? Ich glaube, jeder, der Supernatural sieht oder guckt, der weiß, wen ich meine. Ist halt ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Ja, der macht halt eher so, ich sag jetzt mal, gut, ja, gut. Jiggy, Jagger, Jugo. Jackson Power, Jackson Power. Und eine vernünftige Sniper wäre halt auch noch schön. Ich schätze einfach mal, die meisten schauen halt eher so die Leute, die etwas bekannter sind auf der Plattform. Und die da auch ein bisschen mehr Ahnung von haben. Sag ich jetzt mal. Goldene. Hui, hui. Oh, Jiggy Jagger Joko Jackson 2. wenn du willst, nimm den mit. Ich habe auch noch einen dabei. Einfach Golfkart, das Trampolin. Links von uns sind Schüsse, wir könnten da eigentlich mal rein raiden und die auseinandernehmen. Ah, da hinten sind sie. Oh, hier. Whip, weg mit dir. Whip, weg mit dir. Ja, da war auch noch einer.
Und da war auch noch einer. Gut, wir haben 10 Kills gesamt. Ich habe davon 8 gemacht. Ja, ich muss auch immer so ein bisschen noch zielen, also gleichzeitig dazu zielen, so ein bisschen halt abwechselnd. Entweder ziele ich oder ziele nicht. Du bist gegen die Wand gefahren. Ja, aber egal. Hauptsache, wir haben noch gut HP, haben jeweils einen Jigga Jagga Joko Jackson. Von daher, wir sind eigentlich gut dabei. Und es leben noch. 8 Leute müssen wir nur noch. 8 Leute müssen wir noch. Ich glaube, ja. Ja, was sagt man dazu? Goldene Handkanone, blaue SMG, schwere Schrotflinte in Gold und eine schallgedämpfte Scar. Okay, auf einmal. Okay, geht. Ich guck mal. Da oben war einer. Ui, was das Geiles. Was auch immer das jetzt war. Sniper? Natürlich. Und da war die Sniper, von der ich geredet habe. Was ist das Kacke? Oh, yo! Oh! Ha, er hat uns alle auseinandergenommen. So. Schauen wir mal. So, Leute, Chat bei TikTok, ich würde sagen, das war's. Mein Handy ist gleich alle. Ich beende jetzt hier den Stream. War auf jeden Fall ein geiler Stream. Join gerne auf den Discord. Ich packe den Link mal in meine Profilbio. Und dann ja, sehen wir uns entweder auf dem Discord oder beim nächsten Stream oder weiß ich nicht, auf YouTube, whatever. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.